Es geht an diesem Sonntag um mehr als nur um drei Bundesländer. Es sind die ersten großen Abstimmungen nach Merkels Flüchtlingspolitik. Und das macht diese Landtagswahlen zu Richtungswahlen. Können Sie ein politisches Beben auslösen? Das Thema bei Sandra Maischberger. Deutschland vor dem Supersonntag. Merkels Schicksalswahl. Mit der Großen Koalition aus Annegret Kramp-Karrenbauer, Ministerpräsidentin des Saarlands, und Thomas Oppermann, SPD-Fraktionsvorsitzender. Der parlamentarischen Opposition im Bundestag, Sarah Wagenknecht, Fraktionsvorsitzende der Linken, und Steffi Lemke, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen. Sowie der außerparlamentarischen Opposition, vertreten durch Alexander Gauland, Parteivize der AfD, und dem stellvertretenden Parteichef der FDP, Wolfgang Kubicki. Guten Abend, schön, dass Sie uns zuschauen. Es gab schon einmal so einen Moment, das war vor 11 Jahren. Da stand ein Kanzler mit seiner Politik stark in der Kritik. Und zwar nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in der eigenen Partei. Damals endete das damit, dass eine Regierung vorzeitig abtreten musste. Herr Kubicki, Sie haben das damals zwar von außen, aber dann doch nah beobachtet. Glauben Sie, Angela Merkel wird nach einer krachenden Niederlage eine Konsequenz ziehen? Nach diesem Wahlsonntag? Das glaube ich nicht. Zunächst weiß ich gar nicht, ob die Union das als krachende Niederlage empfinden wird, was passieren wird. Baden-Württemberg hinter den Grünen zu landen zum Beispiel. Ja, gut, das ist für die Baden-Württemberger ein Problem, was liegt möglicherweise auch einem deutlichen Spitzenkandidaten, nicht nur an Angela Merkel. Ich höre ja aus dem Bundeskanzleramt immer wieder, dass diejenigen, die die Kanzlerin unterstützen, wie Malu Dreyer oder Herr Kretschmann, ja zulegen und die Union, die sie nicht unterstützen, die Unionsfreunde abnehmen. Sie haben aber einmal prognostiziert, dass Angela Merkel es nicht machen würde bis zum Ende der Legislaturperiode. Glauben Sie, sie ist jetzt fester im Sattel? Das liegt auch daran, dass es in der Union keine Alternative, keine wirkliche Alternative gibt, mit der man in den Wahlkampf gehen könnte und mit Aussicht auf Erfolg. Das hat die Kanzlerin ja geschafft, dass alle, die in der Union noch eine Möglichkeit gehabt hätten, mittlerweile nicht mehr auf dem politischen Spielfeld agieren. Es kommt, wie gesagt, es kommt aufs Ergebnis an. Wenn Julia Klöckner nicht Ministerpräsidentin wird, was ja auch noch möglich ist, wenn die Union tatsächlich deutlich unter 30% liegen würde in Baden-Württemberg, dann werden CDU-Bundesabgeordnete begreifen, dass bei Fortsetzung der Politik ihre möglichen Chancen minimiert werden. Das würde ein Drittel der CDU-Bundestagsfraktion treffen. Aber ich sehe momentan keinen Rebellenführer in der Union, der sich trauen würde, eine solche Wolte anzuführen. Und vor allem Frau Kramp-Karrenbauer, hat die Kanzlerin vielleicht aus Schröders Fehler gelernt und behält einfach die Nerven, statt den Büttel hinzuschmeißen und dann zuzugucken, wie jemand anderen die Früchte der Arbeit erntet? Also zuerst einmal ist klar, wir stehen wenige Tage vor der Wahl und wir werden um jede Stimme kämpfen. Deswegen ist noch nicht ausgemacht. Gut, das gibt es alle. Eine Wahlniederlage? Ist sie krachend? Wie sieht es aus? Und das ist so und das ist auch richtig so. Ansonsten wäre es auch eine gewisse Arroganz den Wählerinnen und Wählern gegenüber. Zum Zweiten, Angela Merkel wird auf keinen Fall den Bettel hinwerfen. Es ist eine ganz eine schwierige Situation im Moment, ja auch auf europäischer Ebene, auf nationaler Ebene. Mhm. Sie trägt die Verantwortung und die Partei steht auch bei allen Diskussionen, die wir führen und die für eine Volkspartei, das ist vielleicht der Unterschied auch zur FDP, aber für eine Volkspartei normal sind, sind auf einem guten dass Weg, wir entsprechend auch hinter ihr stehen. Und deswegen wird es eine solche Reaktion nicht geben. Herr Gauland, vielleicht können Sie ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Sie waren ja 40 Jahre lang Mitglied der CDU. Das Stammland der CDU, heißt es immer, ist oder war Baden-Württemberg. Dort ziehen die Grünen möglicherweise an der CDU vorbei. Also die Kanzlerin steht. Tut die Partei das Ihrer Meinung nach dann auch? Hinter ihr nämlich? Also wenn die Kanzlerin oder die CDU krachend verlieren in Baden-Württemberg, dann glaube ich, entsteht ein Zersetzungsprozess in der CDU. Denn ich erlebe jetzt schon beim Wahlkampf, dass viele Leute sich melden und sagen, wir haben immer früher CDU gewählt, aber wir wählen CDU nicht mehr. Mhm. Wenn das um sich greift, das kommt halt auf das Ergebnis an, dann kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass Bundestagsabgeordnete, die nicht mehr glauben, mit dieser Politik wiedergewählt zu werden, der Kanzlerin ein Ultimatum stellen. Mhm. Wie schnell das geht, das weiß ich nicht, aber ich denke schon, dass der Zersetzungsprozess in der CDU schon begonnen hat. Mhm. Frau Lemke, ich meine, die Mehrheit im Bundestag hätten ja rechnerisch gesehen, Sie zusammen mit der SPD und auch der Linken, gibt es einen Plan B, wenn die Union dann sich zum Beispiel auseinanderdividiert, weil Horst Seehofer doch noch klagt oder sich irgendwie animiert fühlt da
weiterhin also, ich habe bei der SPD keinen Plan B erkennen können, Sie haben auch weil das ja auch schon Probleme mit dem Plan A gegeben hat. Das heißt, jetzt eine vernünftige Regierungspolitik in Berlin zu gestalten und einen klaren Kurs zu halten. Ich denke, dass wir ab Sonntag primär erstmal darüber diskutieren müssen, was hat denn da gewonnen und was hat verloren. Denn wenn Herr Haseloff in Sachsen-Anhalt, Frau Klöckner in Rheinland-Pfalz und Herr Wolf in Baden-Württemberg verlieren, hat dann Frau Merkel verloren oder haben die Gegner von Frau Merkel verloren, die ja mit Obergrenzen und eher Absatzbewegungen von der Politik von Frau Merkel ihre Wahlkämpfe bestritten haben, während Herr Kretschmann, der wahrscheinlich ein sehr gutes Wahlergebnis für die Grünen in Baden-Württemberg holen wird, ja sehr nah an der Politik von Frau Merkel dran gewesen ist, zumindest dort, wo sie sich wirklich um die Integration von Flüchtlingen, Flüchtlingshilfe, das Bekämpfen von Krisenursachen gekümmert hat. Dort hat es ja eher eine Situation gegeben, dass Grüne und Schwarze, Grüne Baden-Württemberg und Schwarze in Berlin, Frau Merkel an der Stelle gemeinsam an einem Strang gezogen haben. Und das wird möglicherweise am Sonntag eher gestärkt werden. Das heißt, ich glaube auch, dass die CDU eine schwierige Diskussion vor sich hat. Aber man kann sich auf keinen Fall so einfach machen und sagen, wenn die CDU in diesen drei Ländern verliert, ist Frau Merkel schuld. Das, tatsächlich werden wir sehen, was gewinnt oder nicht. Herr Oppermann, es gab so etwas wie ein letztes High Noon der Kanzlerin. Jedenfalls hat man das immer geglaubt. Es gibt einen EU-Gipfel mit der Türkei. Da kann sie dann sich hinstellen und sagen, die europäische Lösung funktioniert doch. Stattdessen pokert die Türkei sehr hoch. Es ist überhaupt nicht ausgemacht, dass da irgendjemand mitzieht in der EU. Flüchtlinge will nach wie vor kaum ein Land aufnehmen, das angesprochen wurde. Und es ist überhaupt noch nichts ausgemacht, sondern es ist verschoben. Was ist denn, wenn die Wähler das als Scheitern von Merkels Politik ansehen? Nein, der Gipfel, das war ja von vornherein klar, würde die Flüchtlingskrise noch nicht bewältigen können. Aber wir sind einen ganz wichtigen Schritt weitergekommen, dass die Türkei jetzt erstmals klargemacht hat, dass sie bereit ist, Flüchtlinge aus Griechenland wieder zurückzunehmen und im Gegenzug dann die Europäische Union für jeden zurückgeschickten Syrer einen Syrer in einem geordneten Verfahren per Kontingent nach Europa übernimmt. Das ist ein großer Fortschritt, weil es die Chance bietet, die kriminellen Schlepperorganisationen auszuschalten. Das ist eigentlich das größte Problem, was wir im Augenblick haben. Und deshalb denke ich, dass dieser Gipfel jetzt auf die Landtagswahlen keinen Einfluss haben wird. Ich wehre mich übrigens dagegen, diese Wahlen zu Schicksalswahlen zu erklären. Das sind Landtagswahlen und keine Bundestagswahlen und auch keine Schicksalswahlen. Stimmungswahlen? Wir werden höchst sicher auch Stimmungswahlen, vielleicht auch Richtungswahlen. Aber wir werden ja ganz unterschiedliche Ergebnisse bekommen. Mhm. Am Ende wird die politische Landschaft in Deutschland sehr viel unübersichtlicher als jetzt sein. Das deuten die Umfrageergebnisse an. Regierungsbildungen werden schwieriger. Aber auf die Bundespolitik hat das keinen Einfluss. SPD und CDU/CSU haben eine stabile Mehrheit im Deutschen Bundestag. Daran ändern die Landtagswahlen überhaupt nichts. Auch nicht, wenn Herr Seehofer weiter auf Oppositionskurs gegen Frau Merkel ist. Auch selbst nicht nur Rot-Rot-Grün hätten theoretisch eine Mehrheit. Müssten erst mal Frau Wagenknecht und Frau Lemke sich untereinander verständigen. Das wäre schon schwer genug. Oder die Nein, SPD. Auch die CDU und die SPD hätten zusammen eine Mehrheit ohne die CSU. Es gibt also sozusagen überhaupt keinen Zweifel an der Stabilität der Regierung. Ja. Wir haben einen Koalitionsvertrag, den werden wir auch abarbeiten. Darf ich erst das erste Argument, was Sie genommen haben, nehmen und dann das zweite? Das erste, da habe ich das Wort Fortschritt gehört, auf den Gipfel bezogen. Frau Wagenknecht, teilen Sie denn die Einschätzung, dass dieser Gipfel ein Fortschritt war? Also wenn man der Meinung ist, dass der Ausverkauf der EU an einen Menschenrechtsverletzer wie Erdogan ein Fortschritt ist, dann kann man sagen, das war einer. Ich finde, das war ein unwürdiges Geschacher. Und ich finde, das ist das genaue Gegenteil einer europäischen Lösung, was dort betrieben wird. Es gab ja auch offensichtlich vorher bilaterale Absprachen zwischen Türkei und Deutschland, wo maximal die Niederlande einbezogen waren, alle anderen gar nicht. Die anderen ziehen auch nicht mit. Und ich muss sagen, ich hoffe richtig, dass die anderen Länder das zum Scheitern bringen. Weil es ist doch klar, was Erdogan will. Also erstmal will er den Preis immer höher treiben, aber er will letztlich den EU-Beitritt. Und ich sag mal, die EU ist schon jetzt in einer sehr, sehr schwierigen Lage. Und da hat Frau Merkel mit ihren Alleingängen einen erheblichen Anteil dran. Aber wenn die EU tatsächlich irgendwann so weit geht, ein Land wie die Türkei aufzunehmen, wo die Regierung zurzeit demonstriert, dass sie Menschenrechte, Pressefreiheit, alles nicht interessiert, also dann ist die EU am Ende. Und ich finde das wirklich unglaublich, dass die SPD das mit einer solchen Seelenruhe mitträgt. Also ich finde das richtig schäbig.
Da lacht Herr Kubicki und ist derselben Meinung offensichtlich. Ja, also, ich finde es bemerkenswert, dass wir in dieser Frage einer Meinung sind, weil Herr Oppermann ja glaubt, und die Kanzlerin möglicherweise auch, die Menschen in Deutschland schlafen auf dem Baum. Also die Erklärung, ein syrischer schlafen Flüchtling geht in die Türkei zurück und ein syrischer Flüchtling kommt wieder und das sei dann ein Fortschritt, ist relativ komisch. Vor allen Dingen, Herr Oppermann, wenn ich jetzt Herr Erdogan wäre, ich habe 2,7 Millionen Flüchtlinge bei mir in meinem Land, dann würde ich zunächst mal auf welchen Wegen auch immer dafür Sorge tragen, dass 1,3 Millionen nach Griechenland gehen. Die nehmen wir dann zurück und dann kann ich 1,3 Millionen meiner Flüchtlinge legal nach Europa bringen. Das ist doch kein Fortschritt. Und dass wir uns mit Herrn Erdogan überhaupt einlassen, indem er die Pressefreiheit ruiniert, der die Justiz nicht achtet, der die Menschenrechte missachtet, der in seinem eigenen Land Kurden bombardieren lässt und dazu beiträgt, dass eine neue Flüchtlingswelle entsteht, das ist wirklich, wirklich schäbig. Aber trotzdem muss man mit Herrn Erdogan reden. Ja, gut, aber Sie sagen ja auch, Frau Wagenknecht, Sie sagen ja auch... Ein Fortschritt oder ist es tatsächlich so, also wenn der EU-Beitritt der Türkei, es geht ja nachher auch nochmal um die Fragen, welche Parteien stehen für welche Werte. Angela Merkel war immer eine, die gebremst hat, was die Türkei und die EU anging. Wenn sie jetzt das über Bord wirft, ist das noch Politik der CDU? Also es ist überhaupt keine Rede davon, dass diese Politik über Bord geworfen wird. Es geht auch nicht darum, dass wir jetzt die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei sozusagen in den nächsten 3 Wochen beginnen. Es gibt einen geordneten Prozess, der war schon immer auf den Weg gebracht. Und es gibt alle Vorbehalte dieser Welt gegen einen EU-Beitritt der Türkei. Und die sind auch nach wie vor so. Eins ist aber auch klar, und das gehört, ich glaube, zur realistischen Betrachtung mit dazu. Die Türkei nimmt eine Schlüsselstellung ein und wir werden die Flüchtlingskrise auch im europäischen Sinne, die ja von vielen auch, die auf nationale Abschottung setzen, ja gerade nicht darauf eingeht, alles offen zu lassen und die Menschen aus Syrien sozusagen ohne Grenzen hier aufzunehmen. Wir werden das nur mit der Türkei bewältigen können und dazu hat die Kanzlerin auch die Pflicht, und das tut sie, mit der Türkei zu verhandeln und deswegen halte ich es für sehr scheinheilig. Im Übrigen muss ich sagen, wenn das, was jetzt hier angeführt worden ist, auch von Ihnen, Herr Kubicki, der Maßstab ist und gewesen ist für viele Wirtschaftsminister dieser Republik, auch denjenigen, die von der FDP gestellt worden ist, etwa im Verhältnis zu einem chinesischen Regime, wo es um ganz andere Menschenrechtsverletzungen auch ging, dann kann ich nur sagen, dann würde es heute keine Wirtschaftsbeziehung mit China geben. Also insofern ist diese Art zu diskutieren ist genau die Art und Weise, wie sich Politik präsentiert, die bei den Menschen das Gefühl hervorlebt, es ist unehrlich und wir gehen nicht ehrlich miteinander um. Also, wir müssen eine Lösung mit der Türkei herbeiführen. Ansonsten ist die Flüchtlingssituation für Europa nicht zu bewältigen. Und dieser Verantwortung stellt sich die Regierung, dieser Verantwortung stellt sich die Kanzlerin. Und das ist richtig so. Dann gucken wir doch auf die Länder, die es anders gemacht haben, Herr Gauland. Also die Österreicher und die Balkanländer haben die Balkanroute faktisch dicht gemacht. Frau Merkel braucht die Türkei gar nicht, um den Flüchtlingsstrom zu bewältigen. Das machen die anderen schon auch ohne Erdogan. Frau Wagenknecht hat völlig recht mit allem, was sie gesagt hat. Ich verstehe auch nicht, warum Frau Merkel aus der Erklärung von Brüssel wieder herausholen wollte, dass die Balkanroute geschlossen ist. Da haben sich Staaten zusammengeschlossen. Ja, das ist die alte österreich-ungarische Monarchie, die immer schon ein Wächteramt in Europa hatte. Die haben gesagt, Schluss. Und da verkaufen wir uns an die Türkei. Und außerdem... können Sie sich wirklich vorstellen, dass die Leute, die jetzt in Griechenland sind, sozusagen freiwillig zurück in die Türkei gehen? Wie soll das umgesetzt werden? Sollen die zwangsweise zurückversetzt werden? Das sind doch alles überhaupt nicht durchdachte Konzepte. Was denn, Herr Oppermann, wenn der nächste Gipfel in 10 Tagen, in 9 Tagen auch keine Ergebnisse bringt, weil alle anderen europäischen Länder wirklich viel mehr Vorbehalte haben? Das sind ja keine Details, die zu klären sind, sondern große Fragen. Also wenn wir mit keinem reden, dann wird der nächste Gipfel scheitern. Ich muss noch mal auf Frau Wagenknecht eingehen und auch auf Sie, Herr Gauland und Herrn Kubicki. Herr Erdogan verletzt im Augenblick Menschenrechte. Die Presse in der Türkei wird angegriffen. Er betreibt eine aggressive Politik gegen Kurden, setzt das Militär ein. Das sind Menschenrechtsverletzungen. Die Türkei entwickelt sich zu einer autoritären Demokratie. Aber es finden dort immer noch demokratische Wahlen statt. Und das unterscheidet die Türkei übrigens von fast allen Nachbarn, die sie hat. Frau Wagenknecht, Sie wollen doch auch, dass wir mit Wladimir Putin reden in der Ukraine-Krise. Der verletzt auch Menschenrechte. Aber ich würde auch nicht meinen, dass wir uns von ihm abhängig machen sollten und uns erpressbar machen. Das tun wir ja nicht, wenn wir mit der Türkei verhandeln. Dann könnten wir übrigens nicht mit dem Iran reden über den Atomdeal. Dann könnten wir nicht mit Saudi-Arabien reden.
auch nicht mit dem Irak. Mit all diesen Ländern hätten wir riesige Probleme. Ich glaube, man muss mit allen reden, weil nur so eine Lösung überhaupt erreichbar ist. Aber was soll das Ergebnis sein? Und der Deal mit der Türkei, ist doch folgender. Wir haben im Augenblick eine Situation, dass zwischen der Türkei und Griechenland in der Ägäis 4000 Menschen bereits ertrunken sind. Und die sind deshalb ertrunken, weil es dort keine Grenzkontrollen gibt, weil es dort kein Grenzregime gibt, weil dort ausschließlich kriminelle Schlepperbanden bestimmen, was passiert. Und das hat bereits 4000 Todesopfer zur Folge. Ja. Und jetzt geht es um die Frage, wir können nur diese Grenze über Griechenland nur sehr schwer sichern. Es ist ein sehr schwieriges Gelände, das wissen alle, die auf die Landkarte gucken. Und da brauchen wir die Hilfe der Türkei. Und die Türkei übrigens, das muss ja auch mal gesagt werden, ist ja nicht nur problematisch bei Menschenrechten, sondern die gewähren 2,7 Millionen Flüchtlingen aus Syrien Schutz. Übrigens so viel wie nicht nur Deutschland, viel mehr als Deutschland, sondern mehr als alle europäischen Länder zusammen. Und die Türkei erwartet jetzt, dass wir ihr mit 3 Milliarden Euro zunächst in den nächsten beiden Jahren dabei helfen, diese Flüchtlinge besser unterzubringen. Ich würde gerne noch mal reagieren, weil Sie haben ja direkt auf mich Bezug genommen. Also ich glaube, niemand stellt in Abrede, dass die EU und auch andere Länder übrigens, nicht nur die EU, mehr tun sollten, dass die Flüchtlinge dort vor Ort besser versorgt werden. Ich meine, ich erinnere daran, einer der Gründe der Flüchtlingswelle war, dass die Länder nicht bereit waren, das UNHCR entsprechend zu finanzieren. Dafür muss man lediglich den UN-Organisationen, und das gilt natürlich auch für Jordanien, das gilt auch für den Libanon, die sich dort um Flüchtlinge kümmern, deutlich mehr Geld zur Verfügung stellen. Das sind Zusagen, die noch nicht eingelöst sind. Und das Zweite, was ich jetzt wirklich von Ihnen wirklich unehrlich finde, also zu sagen, dass das Sterben im Mittelmeer jetzt mit dem großen Partner Erdogan beendet wird. Also das Sterben ist besonders massiv geworden, nachdem man das Programm Mare Nostrum eingestellt hat. Das hat viele Menschen gerettet. Natürlich ist das Sterben auch dadurch motiviert worden, dass sich Menschen eben nur über diesen Weg etwas erhoffen. Legale Wege aus den Flüchtlingscamps dort. Auch dafür braucht man keine schmutzigen Deals mit Erdogan. Das ist alles möglich. Aber sich auf die Art von ihm erpressbar zu machen, hat nichts damit zu tun, dass man mit jemandem redet, mit jemandem verhandelt. Es ist doch ganz bezeichnend gewesen, dass die Kritik an seinen Menschenrechtsverletzungen, die zum Beispiel die italienische Regierung im Gipfelbericht drin haben wollte, auch auf Betreiben der deutschen Regierung nicht erschienen ist im Bericht. Das ist aber massiv geäußert worden. Wir haben sehr vieles über die Inhalte. Die Frage tatsächlich, die wir heute stellen im Vergleich zu anderen Sendungen, ist nicht so sehr, wie löst man das Problem, das haben wir nämlich versucht, sondern haben die Menschen noch Vertrauen in diejenigen, die vorgeben, das Problem zu lösen? Denn darum geht es ja bei Wahlen. Es geht darum, ob jemand dann jemanden wählt oder die Stimme gibt, weil er glaubt, er hat tatsächlich den richtigen Weg. Wenn man die Kommunalwahlen in Hessen ansieht, die gerade jetzt waren, dann sieht man einen Trend, der auch für die Landtagswahlen am Wochenende so jedenfalls im Moment bestätigt wird. Es gewinnen eher die Ränder, es gewinnt eher die AfD. Warum ist die so stark? Wir wollen versuchen, anhand einer Person der AfD vielleicht nachzuzeigen, er war einmal ein loyaler CDU-Mann. Was hat ihn plötzlich zur AfD gebracht? Herr Gauland, Herr Höcke sagt, die Kanzlerin soll in der Zwangsjacke aus dem Bundeskanzleramt herausgeführt werden. Sie nennen diesen Mann einen klugen Mann. Ist das Ihr Ernst? Das wäre nicht meine Sprache. Ich kenne Björn Höcke persönlich und weiß, dass er ein Mensch ist, der an den Konflikten in Deutschland leidet, der nichts mit irgendeinem Rechtsradikalismus zu tun hat und von dem man auch sagen muss, dass diese Rede, die dann immer wieder zitiert wird, etwas war, was er entnommen hat aus einem Buch, von dem ich dann gefunden habe, dass es in der New York Times sehr positiv besprochen wurde, dass es in Amerika und England eine solche Diskussion gibt. Ich weiß, in Deutschland ist so eine Diskussion durch das Dritte Reich eigentlich erledigt. Wir können so nicht diskutieren. Aber Höcke ist kein Rassist und er ist auch kein Rechtsradikaler, sondern er ist ein an Deutschland und der Auflösung Deutschlands leidender Mensch. Das muss man sehen. Frau Lemke hat den Kopf geschüttelt. Warum? Das tut mir, glaube ich.
Naja, mich nervt zum einen total dieses Muster, dass auf der Straße die Menschen mit Hass und Hetze vollgepumpt werden, so wie wir das gerade in diesem Trailer gesehen haben und in den Talkshows dann versucht wird zu relativieren, zu entschuldigen. Herr Höcke ist jetzt auf einmal sogar ein Opfer, weil er an den Verhältnissen in Deutschland leidet. Wir sind hier alle in einem politischen Wettkampf, in einem politischen Streit um die besten Konzepte und um die besten Lösungen für eine extrem schwierige Situation, in der unser Land gegenwärtig ist. Und wenn ich mir die AfD in Sachsen-Anhalt anschaue, dann hat die dazu keinen einzigen Beitrag bisher geleistet. Weder für sozial Schwache in unserem Land, noch für die Flüchtlinge irgendwo vernünftige Lösungsvorschläge unterbreitet. Sondern macht in diesem Wahlkampf prioritär eins, dass sie Menschen, die teilweise echte Angst haben oder verunsichert sind oder Scheinängste haben, wirklich mit Hetze vollpumpt und sie aufmunitioniert, bis dann, ich mache Ihnen da gar jetzt nicht eine direkte Linie hin, aber Sie sind der geistige Nährboden dafür, dann tatsächlich vor einem Flüchtlingsheim, das angezündet wird, Menschen anfangen, die Feuerwehr bei den Löscharbeiten zu behindern. Das heißt, ein Klima in unserem Land geschaffen wird, was für die Lösung der Probleme einfach nicht taugt. Das ist die Hauptkritik, die ich daran habe. Ich könnte mich jetzt auch noch darüber auslassen, dass es möglicherweise noch andere Gründe als das Dritte Reich gibt, nicht in Rassentheorien zu verfallen. Aber das würde mir für heute Abend und mit Ihnen hier wirklich zu weit führen. Herr Gauland, wie sind Sie eigentlich abgekommen von der CDU und laufen auch dann denen hinterher, die sagen, wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen? Also ich bin abgekommen von der CDU durch die Euro-Rettungspolitik. Die plötzliche Schwenk von Frau Merkel im Mai 2010 fand ich eine Zumutung auch an die Bevölkerung. Denn vorher, 14 Tage vorher, hatte Herr Schäuble uns allen noch erklärt, es wird nie ein Bailout geben, das deutsche Steuergeld ist völlig sicher, wir werden das alles nicht machen. Und kurze Zeit später wurde die Euro-Rettung sozusagen aus der Taufe gehoben und wir sollten jetzt alle Solidarität mit Griechenland üben. Das hat die CDU schon mehrmals gemacht. Sie hat auch kurz vor dem Ende der Wehrpflicht sozusagen die Wehrpflicht als das heiligste Gut der CDU vertreten. Und 14 Tage später war das nichts mehr wert. Und da kann ich nur sagen, so kann man keine Politik machen, so kann man auch Menschen nicht mitnehmen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, die NPD hat jetzt im Wahlkampf beschlossen, in Sachsen-Anhalt mit Ihnen gemeinsam den Wahlkampf zu machen, also tatsächlich dann so eine Art von Leihstimmenkampagne zu fahren. Sie kennen die Plakate, also auf der einen Seite soll man eben die Erststimme der AfD geben, auf der anderen Seite die Zweitstimme der NPD. Wie weit rechts sind Sie bereit zu gehen? Finden Sie das in Ordnung? Überhaupt nicht. Die NPD hat mit uns nichts zu tun und wir mit der NPD nicht. Wir nehmen niemanden auf, der früher in der NPD war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eine Partei, die heute noch Adolf Hitler für einen großen Staatsmann hält, ist für mich inakzeptabel. Aber Herr Manditsch, den kennen Sie, AfD-Funktionär, der sagt, von der NPD unterscheiden wir uns nicht so sehr durch unser bürgerliches Unterstützerumfeld und nicht durch die Inhalte. Nein, er hat wenn es stimmt, ich weiß es nicht, ob es stimmt, ich konnte mit ihm noch nicht sprechen, wir haben ähnliche Inhalte, aber andere Methoden. Wenn er das wirklich gesagt hat, was ich nicht weiß, halte ich das für grundfalsch. Mhm. Und niemand sonst in der AfD ist dieser Meinung. Aber Herr Gauland, das stimmt doch eigentlich nicht. Also ich meine, ich finde ja völlig nachvollziehbar, dass Sie damals mit der Europolitik mit der CDU gebrochen haben. Ich hatte damals auch mit Herrn Lucke gesprochen und mit anderen, für die das ja auch ein Grund war, dann aus der CDU rauszugehen. Ich fand aber auch sehr nachvollziehbar, dass ab einem bestimmten Punkt dann Leute wie Lucke gesagt haben, das ist eine Partei, die geht in eine völlig andere Richtung. Und ich meine, ich kenne es doch auch, zum Beispiel in Sachsen, da sind reihenweise Leute aus der NPD in die AfD gegangen. Wenn ich Herrn Höcke höre, das hat nichts mehr mit Euro-Rettungskritik zu tun. Das ist wirklich offener Rassismus. Das war ja nicht nur diese eine Frage. Das war dann irgendwie die blonde Frau, die sich nicht mehr auf die Straße traut und vieles, was dann so, Erfurt muss deutsch bleiben. Also das sind doch wirklich Slogans. Da wird ganz, ganz übel Stimmung gemacht. Und diese Stimmung, die dort, das will ich Ihnen nicht persönlich unterstellen, aber die da geschürt wird, die hat am Ende zur Folge, dass Hemmschwellen fallen. Und dass heutzutage in Deutschland so viele Flüchtlingsheime angegriffen werden, dass wir eine
Situation haben, wo ein farbiger Pfarrer in Bayern Morddrohungen kriegt und deswegen zurücktritt. Das hat wirklich nichts mit der AfD zu tun. Doch, das ist ein Klima, was entsteht. Und an dem Klima, das werfe ich Ihnen vor, an diesem Klima sind Sie beteiligt, natürlich. Wir kommen ja so nicht weiter. Also es darf weder eine AfD-Werbesendung werden, noch eine Sendung, in der man jetzt in die falsche Richtung geht. Aber eine Sendung, über die man über Parteien redet, ja. AfD-Parteibüros werden angegriffen. Es werden auch von Linken beispielsweise Autos angezündet, weil man glaubt, man müsste weniger demonstrieren. Aber das eine rechtfertigt das andere nicht. Es hat sich doch aber verschoben im Land. Das können Sie doch nicht bestreiten, dass dort eine Hemmschwelle gesunken ist. Dass Frau von Storch und Herr Pretzell jetzt aus der EGR ausgeschlossen werden, das machen die ja nicht, weil die zu bürgerlich sind, sondern weil die einfach schlicht und ergreifend zu nationalistisch sind und auch zu rechtsradikal. Das ist die Begründung. Also wir haben heute darüber gesprochen. Ich bedauere das. Ich bin der Meinung, dass es falsch ist und man muss jetzt einen Weg finden. Ich kann Ihnen auch nicht sagen heute, in welche Fraktion die beiden wechseln werden. Die beiden werden aber, wenn denn zusammen aus der ECR sich ausschließen lassen. Also ich glaube nicht, dass das übrigens damit etwas zu tun hat. Da hängt vieles drin. Es wurde zum begründet Beispiel mit, der, auch mit dem Schießbefehl sozusagen, also ja, mit der Diskussion, ob man an der Grenze schießen soll auf Flüchtlinge. Aber darf ich Frau Kramp-Karrenbauer fragen, ist das nicht fatal auch für die CDU? Jetzt wirklich ganz im Ernst, dass jemand wie Herr Gauland heute sich einer Partei anschließt, die so erratische Redner hat, rechtsradikal, rassistisch oder was auch immer, und nicht mehr eine Heimat hat in der CDU. Nein, das ist nicht fatal. Die CDU ist eine Volkspartei, ich habe das vorhin gesagt, ja, die große verbliebene Volkspartei. Wir haben viele Flügel und wir diskutieren natürlich auch in der gesamten Breite. Und wenn eben bei Ihnen, Herr Gauland, auch der Eindruck erweckt worden ist, dass Sie sozusagen der legitime Erbe der CDU sind, dann will ich nur sagen, die CDU in der Tradition von Konrad Adenauer und von Helmut Kohl ist eine CDU, die nicht für ein Europa steht, in dem die alte Donaumonarchie wieder fröhliche Urstände feiert, sondern das ist eine Union, die für den Euro und die für Schengen steht. Und ich komme jetzt aus dem Herzen Europas mit zwei nationalen Grenzen. Ich weiß, was es bedeutet, wenn man das unterstützt, was in Osteuropa, was auf der Balkanroute, was Österreich tut. Damit gefährdet man Schengen, damit gefährdet man die Grundlage dessen, was Europa ausmacht. Im Übrigen mit einem maximalen wirtschaftlichen Schaden auch für uns, gerade auch für so ein Bundesland wie das Saarland. Und das hat nichts, aber auch gar nichts mit der CDU zu tun, nicht von Konrad Adenauer, nicht von Helmut Kohl und schon gar nicht von Angela Merkel. Und deswegen sage ich, ich bin CDU-Mitglied, ich liebe Deutschland und deswegen käme es mir nie in den Sinn, in die AfD zu gehen. Deswegen nehmen Sie nicht die CDU hier für etwas mit Blick auf die AfD, wo es der AfD um etwas ganz anderes geht. Es gibt sicherlich einen Teil von AfD-Anhängern, die auch durchaus CDU-affin sind oder CDU-nah sind, die aus welchen Gründen auch immer im Moment zumindest auf Protest gehen. Aber es gibt einen Kernbereich der AfD und das ist das, was Populisten, egal von rechts oder von links, vereint. Die wollen eine andere Bundesrepublik, die wollen ein anderes Europa, die wollen vieles von dem, was uns ausmacht und erfolgreich macht, nicht. Und das ist etwas, wo ich sage, da sind wir alle gefordert, das auch in der sachlichen Auseinandersetzung aber ganz deutlich zu machen. Und das ist auch nichts, keine Klientel, die irgendjemand in der CDU ernsthaft wieder zurückgewinnen kann oder zurückgewinnen will. Herr Gauland. Aber Frau Kramp-Karrenbauer, Sie müssen sich doch, wenn Sie jetzt Helmut Kohl und Konrad Adenauer anführen, müssen Sie sich doch fragen, wer ist denn eigentlich heute in Europa isoliert? Die Kanzlerin ist mit ihrer Flüchtlingspolitik isoliert. Es ist doch nicht so, dass wir, wie es so schön heißt bei Herrn Winkler, den weiten Weg nach Westen vollendet haben. Wir stehen alleine. Das heißt, die Kanzlerin ist eben nicht die Erbin von Konrad Adenauer und Helmut Kohl, sondern sie betreibt eine Politik, die von allen europäischen Staaten abgelehnt wird. Und da bin ich wieder bei dem Türkei-Deal. Welcher europäische Staat will denn die Syrer nehmen? Wer will denn das? Wollen Sie in Ungarn oder wollen Sie in den baltischen Staaten oder in Polen irgendeinen dieser Flüchtlinge unterbringen? Das ist doch eine Politik, die völlig unsinnig ist und die Kanzlerin ist völlig isoliert. Nein, sie ist nicht völlig isoliert. Sie war es im Übrigen auch nicht bei der Euro-Frage, die ja auch dazu gedient hat, die Stabilitätskriterien in Europa hochzuhalten. Und sie hat sich durchgesetzt. Ansonsten stünden wir heute nicht dort, wo wir sind. Und sie ist es auch nicht in der Flüchtlingsfrage, weil dieser Weg, den wir jetzt zurückgelegt haben, und da bin ich bei Herrn Oppermann, der jetzt einen weiteren
weiteren Schritt gegangen ist. Ein Schritt ist, der deutlich macht, wenn wir Schengen erhalten wollen, brauchen wir den gemeinsamen Schutz der Außengrenzen, brauchen wir ein vernünftiges Regime auch um uns herum. Und das, auf diesem Weg sind wir. Das ist ein ganz hartes und dickes Brett zu bohren, aber wir bohren es und deswegen sind wir da nicht gescheitert und deswegen sind wir da auch nicht isoliert. Im Übrigen empfehle ich auch die Erklärung gerade der großen Länder zu schauen. Am Montag nach dem Gipfel, da war einhellig die Meinung davon, dass es der richtige Schritt nach vorne ist, dass es gute Chancen gibt, das zu vereinbaren, jetzt am 18. 19. Und insofern wird diese Folgetagung, die wird dann belegen, wer von uns beiden in dieser Frage recht behält. Herr Oppermann, es ist trotzdem nicht zu erklären, dass in Sachsen-Anhalt die AfD sogar die Chance hat, zweitstärkste Partei zu werden. Sie haben mal gesagt, dass die Angela Merkel schuld daran ist, dass Millionen konservativer Wähler heimatlos geworden sind, weil sie tatsächlich die rechte Flanke oder die konservative Flanke aufgegeben hat. Das zeigt doch, was Herr Gauland gerade sagt. Das ist richtig. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Angela Merkel sozialdemokratische Positionen übernimmt. Und sie hat, in den letzten Jahren immer wieder sozialdemokratische Positionen übernommen. Das macht uns eher Schwierigkeiten. Aber von der Sache her begrüße ich das. Denn ich bin Sozialdemokrat und will sozialdemokratische Politik durchsetzen. Ja, aber in der Analyse ist es natürlich so, dass dann bodenständige Konservative, die für die Wehrpflicht sind, und für andere Dinge, von denen sich die CDU und CSU getrennt haben, dass die dann vielleicht tatsächlich keine politische Heimat mehr haben. Und die gehen dann zu Herrn Gauland. Ja. Und das finde ich höchst problematisch. Denn da sammeln sich Leute sehr unterschiedlicher Art. Herr Gauland, ich habe ja großes Verständnis. Und ich finde es auch absolut legitim, wenn man sich Sorgen macht, weil 1 Million Flüchtlinge im letzten Jahr nach Deutschland gekommen sind. Da gibt es Menschen, die haben Angst davor, dass sie jetzt mit den Flüchtlingen um Jobs und Wohnungen konkurrieren müssen. Und ich finde, mit diesen Menschen muss man auch reden. Das ist absolut richtig sogar und nicht nur legitim. Aber absolut illegitim ist die Art und Weise, wie Sie und Ihre Leute das machen. Wer so redet wie Höcke und die anderen, wer gegen andere Menschen hetzt, wer sie herabwürdigt, wer sie abwertet als Menschen zweiter Klasse, wer Menschen, die aus brutalen Bürgerkriegen geflohen sind, ihr Leben gerettet haben, sich und ihre Kinder in Sicherheit bringen wollen, so zurückweist, wie sie das machen, der handelt zutiefst inhuman und macht etwas falsch. Mhm. Ich finde, wir haben eine humanitäre Verpflichtung, die müssen wir erfüllen. Und zwar unabhängig davon, in welcher Partei wir sind. Ja. Und wir müssen das Ganze so organisieren, dass es keine Konflikte zwischen den Flüchtlingen mit Bleiberecht, die ohne Bleiberecht müssen wieder gehen, und den Einheimischen in Deutschland gibt. Das ist die Aufgabe der Politik. Das aber müssen wir so gut machen, dass keiner mehr einen Grund sieht, die AfD zu wählen. Ja, aber das ist im Moment gerade weit davon entfernt. Wenn man sieht, dass aus dem Stand heraus diese Partei in zwei Bundesländern zweistellige Werte haben wird, die eben überhaupt nicht verdächtig war, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und in Sachsen-Anhalt knapp vielleicht die zweitstärkste Partei wird. Haben Sie denn das Gefühl, Frau Lenke, Sie kommen aus Sachsen-Anhalt, da wächst eine Kraft, auf die wir lange Jahre gucken werden müssen? Die sind auch nicht allein in Europa. Es gibt den Front National auf der einen Seite. Es gibt überall diese Parteien, die gegen Europa sind, die für eher nationale Bestimmungen sind und die eben auch sammeln das, was gegen Demokratie, System, die Eliten ist. Das könnte die AfD sein und die könnte Ihnen das Regieren auf lange Zeit schwer machen, oder? Deshalb sind Sie vielleicht auch so dagegen. Ich glaube, wir haben mit der AfD andere Probleme, als ob sie uns Grünen das Regieren schwer macht, sondern es ist, glaube ich, wirklich so, wie Sie es beschrieben haben, eine Frage, wo sich das demokratische System und die parlamentarische Demokratie und Europa bewähren muss in einer Situation, ich habe das vorhin gesagt, die extrem schwierig ist für Deutschland, für Europa, aber ehrlich gesagt auch auf dem gesamten Globus. Ich glaube, dass wir
nicht mit einer singulären Ursache das Phänomen AfD erklären können. Ich glaube, es hängt stark damit zusammen, dass wir zu wenig über soziale Gerechtigkeit, vor allem im globalen Maßstab, geredet haben, aber auch innerhalb Europas, auch innerhalb Deutschlands, dass wir bisher keine hinreichende Antwort gefunden haben auf Globalisierungsprozesse, auf internationalen Handel, dort viele Probleme einfach nicht gelöst worden sind und das bei vielen Menschen ein massives Gefühl von Verunsicherung erzeugt hat. Die Schwierigkeiten haben auch mit dem Tempo von Ereignissen, mit dem Neuentstehen von Krisenherden. Ja, wir reden jetzt über Syrien, wir fangen an, jetzt gerade über den Jemen zu reden, wo der nächste Krisenherd aber schon seit einigen Monaten existiert. Und wenn in einer solchen Situation Politik nicht verantwortungsvoll und mit einer klaren Haltung reagiert und eine Richtung vorgibt, sondern einen Eiertanz aufführt, das ist aus meiner Sicht das Hauptproblem, das SPD und CDU auf der Bundesebene erzeugt haben, dann verstärkt das die Unsicherheit. Und wenn dann eine Partei wie die AfD auf die Bühne tritt, die völlig hemmungslos diese Ängste ausnutzt, um darauf ihr parteitaktisches Kalkül zu kochen. Sie haben ja selber gesagt, die Flüchtlinge sind ein wahlpolitisches Geschenk für Sie, Herr Gauland. Das finde ich wirklich sowas von zynisch, dass mir fehlen selten die Worte, aber ich kann das irgendwie nicht das beschreiben, was sie dort angerichtet haben. Mit dieser Stimmung, die sie in der Bevölkerung jetzt auch nicht mehr kurzfristig wegkriegen werden. Es gibt kein einfaches Rezept, dass sie mit einer Maßnahme oder innerhalb von 2 oder 3 Jahren dieses Phänomen AfD werden bekämpfen können, sondern es wird auf vielen Ebenen. Und ich glaube, der Hauptansatzpunkt ist ein klares, verantwortliches politisches Handeln von denen, die in Regierungsverantwortung oder in Parlamente gewählt sind. Das Problem ist, es kämpft ja nicht nur die AfD und es kämpfen nicht nur eigene Parteien mit diesem Problem, auch die Linken. Um das nochmal anzuführen, man kann sich auch fragen, tatsächlich, also entscheidet sich an dieser Frage, wie gehen wir mit den Flüchtlingen, wie gehen wir mit dieser globalen Situation um, entscheidet sich daran auch, wer die Parteien heute sind, müssen die sich neu bestimmen. Bei den Linken gibt es eine Äußerung von Sarah Wagenknecht, die tatsächlich innerhalb der Partei für Unruhe gesorgt hat. Deshalb wollen wir sie zitieren. Frau Wagenknecht, Herr Gauland hat sich vorher schon gelobt, da auch schon wieder. Ist Ihnen das recht peinlich? Ist man dann noch links, wenn Gauland einen lobt? Aber ich sage das, was ich für richtig halte. Und wer mich dafür lobt, der muss sich entscheiden, ob er mich loben will oder nicht. Aber ich habe immer abgelehnt, meine Politik danach auszurichten, dass mich nicht die falschen Leute loben. Ich muss sagen, das ist ja eine, also was ich da erlebt habe, auch an Diskussionen. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass viele den Begriff Gast als abwertend empfinden. Gastrecht. Naja, damit ist ja der Begriff Gast, deswegen habe ich das ja auch nicht wiederholt. Aber ich habe das nicht abwertend gemeint. Ich finde, ein Gast ist für mich ein positiv besetzter Begriff. Deswegen war das überhaupt nicht irgendwie so abwertend gemeint, wie das viele wahrgenommen haben. Nur von der Sache her ist natürlich klar, und ich glaube, überhaupt keine Partei stellt das in Frage, dass Deutschland nicht jedes Jahr 1 Million Menschen aufnehmen kann. Die Frage ist ja nur, doch, wie man die das, die wie sind man die einzigen, das Problem, die, und die nein, ja wir sagen, darauf, dass nee, sie wir sagen ja nicht, dass wir immer mehr Flüchtlinge aufnehmen wollen. Wir sagen nur, die ganze Debatte über Obergrenzen ist unehrlich, weil sie die Debatte über die Fluchtursachen ausklammert. Ja. Und da sind wir zum Beispiel auch wieder bei der Türkei. Also die wichtigste Maßnahme wäre doch, in Syrien jetzt alles dafür zu tun, dass der Waffenstillstand hält, dass es Friedensverhandlungen gibt, weil dann natürlich die entscheidende Fluchtursache der Syrer entfällt. Aber die Türkei zündelt dort. Ich bin jetzt zu denen, die die Islamisten hochrüsten. Das heißt, die machen genau das Gegenteil. Ich bin an einem anderen Punkt, Frau Wagenknecht, und zwar deshalb, weil Ihre Bundestagsfraktion wirklich sich sehr aufgeregt hat. Einmal über das Gastrecht, aber auch, dass Sie gesagt haben, es gibt da Grenzen, weil Sie immer so stolz waren darauf, dass die Linke die einzige Fraktion im Bundestag ist, die gegen jede Asylrechtsverschärfung, sichere Herkunftsländer und so weiter und so fort. Das ist ja auch noch eine andere Debatte. Und da hat man das Gefühl, wer spricht denn jetzt für die Linke? Sind Sie das oder ist das die Bundestagsfraktion? Nein, also ist es Herr Gysi, der sagt, mit Parolen kommen wir nicht weiter? Also die Asylrechtsverschärfung betreffen ganz andere Leute. Also was wir jetzt zurzeit, die große Zahl der Flüchtlinge, die wir aufnehmen, nehmen wir nicht nach dem Asylrecht auf. Und ich finde auch zum Beispiel Frau Merkel, das ist zutiefst unehrlich, dass sie sich als die große Verteidigung des Asylrechts hinstellt. Sie hat das Asylrecht massiv geschliffen. Mhm. Und wenn jetzt dieser Deal mit der Türkei kommt, dann ist das Asylrecht im Grunde abgeschafft. Mhm. Weil dann auch kein politisch Verfolgter, ich meine, ein Kurde, der in der Türkei verfolgt wird, der wird dann sozusagen kollektiv in die Türkei zurückgeschoben, wird dort vielleicht also dann mit dem Tode bedroht, wird im Gefängnis sein. Also das ist unglaublich. Also da wird man auf der einen Seite als der große, sozusagen, als die große Flüchtlingspatin Merkel gefeiert. Die macht genau das Gegenteil. Und das finde ich eben auch perfide. Ich finde Menschen, die wirklich politisch verfolgt werden in ihren Heimatländern,
die müssen Anspruch haben, in der EU auch Asyl zu bekommen. Das wird immer mehr kaputt gemacht. Herr Gauland, das ist wirklich eine andere Diskussion als die Frage der großen Zahlen und wie man das bewertet. Ich möchte einen Punkt noch zu Herrn Oppermann sagen, weil Sie das vorhin angesprochen haben, dass wir sozusagen den Frieden in der Gesellschaft brauchen, dass die Menschen auch bereitwillig sozusagen die Flüchtlinge integrieren. Aber das ist doch Ergebnis der bisherigen Politik, dass sie das nicht tun. Ich meine, da rächt sich doch das Staatsversagen, was wir seit vielen Jahren haben. Ich meine, warum gibt es so wenig bezahlbaren Wohnraum? Warum konkurrieren die Menschen gerade, die wenig Geld haben? Weil seit Jahren keine ordentlichen Wohnungen in dem Bereich gebaut werden. Und das haben sie immer weiter eskalieren lassen. Ich bin wirklich nur im Moment gerade bei der Frage, ob man anhand der Flüchtlingspolitik, aber möglicherweise auch anderen Punkten sehen kann, dass die Parteigrenzen verschwimmen, Herr Gauland. Also es gibt Überschneidungen mit der Linken zu Russland. Sie sind ein Putin-Versteher, das sind die Linken auch. Die NATO-Kritik, die Euro-Kritik, die Kapitalismus-Kritik. Ich könnte diese Liste fortsetzen. Würden Sie, Frau Wank, nicht politisches Asyl anbieten, wenn Sie in Ihrer Fraktion Schwierigkeiten kriegen? Nein, ich glaube nicht. Natürlich haben wir unterschiedliche Ziele. Aber ich habe hohen Respekt, das habe ich auch immer gesagt, dass Frau Wagenknecht eine unabhängige Meinung vertritt. Und ich bilde mir auch ein, eine unabhängige Meinung zu vertreten. Und ob dann jemand bei der AfD ist oder ob er bei den Linken ist, wenn eine Meinung richtig ist, aus meiner Sicht, dann bin ich der Meinung, dass man sie offen vertreten soll. Mhm. Und deswegen muss ich da nicht ein politisches Du anbieten, aber ich habe hohen Respekt vor ihrem unabhängigen Auftreten. Herr Oppermann, diese beiden da sitzen, darf ich das nochmal ganz kurz, die Linkspartei und die AfD haben in Sachsen-Anhalt etwa 20% beide. Ist das ein ostdeutsches Phänomen oder ist es so, dass tatsächlich dort, wo die Parteien nicht so eine lange Bindung haben wie im Westen, einfach klarer wird, dass man sich nach Inhalten und nicht nach Bindung entscheidet? Ich sehe in der Tat die Tendenz, dass auf der extremen Linken und auf der extremen Rechten sich die Gemeinsamkeiten häufen. Das wird jetzt wirklich billig. Beide sind tendenziell gegen die Europäische Union. Früher gab es internationale Solidarität. Heute wollen sie nicht in internationalen Organisationen mitarbeiten. Sie sind gegen die NATO. Sie sind für nationalstaatliche Lösungen. Sie sagen, wir müssen hier für uns bleiben. Das ist besser. Und von daher sehe ich in der Tat durchaus Gemeinsamkeiten zwischen Ihnen beiden, aber auch Unterschiede. Das, was eben festgestellt worden ist, die Äußerung von Frau Wagenknecht, die ich übrigens auch teile, wir können nicht jedes Jahr 1 Million Flüchtlinge aufnehmen. Das würde unsere faktischen Möglichkeiten übersteigen. Wir können nicht so viele Lehrer so schnell ausbilden, um die Flüchtlingskinder zu unterrichten. Da brauche ich doch nicht in der Linken oder in der AfD zu sein, um diesen wahren Satz auszusprechen. Der ist wahr. Und wir sollten auch nicht versuchen, an solchen einfachen Grundwahrheiten jetzt die großen politischen Konflikte darzustellen oder zu sagen, naja, die Grenzen verschwimmen total und das ist alles ganz unglaubwürdig. Wenn man das als Mitglied der Linkspartei sagt, dann spricht Frau Wagenknecht damit einfach einen Satz aus, den 80%, 90% der Deutschen teilen. Und das Gastrecht hat Sigmar Gabriel so ähnlich ja auch mal gesagt. Ja, natürlich. Ja, so ich meine, wenn hier Asylbewerber Straftaten begehen, dann müssen sie schnell zur Rechenschaft gezogen werden. Wir haben gerade das Ausweisungsrecht verschärft. Ja. Diese Asylbewerber, die so etwas machen, die stellen im Grunde genommen die Chancen für die friedlichen, die ganz überwiegende Anzahl der friedlichen Asylbewerber und Flüchtlinge in Deutschland in Abrede und machen denen das Leben schwer. Und deshalb, jeder, der hierher kommt, kann nur dann einen Platz in unserer Gesellschaft finden, wenn er die Rechte von Frauen und Kindern achtet, wenn er Andersgläubige und Andersdenkende respektiert und wenn er auf Gewalt und Kriminalität als Mittel zur Konfliktlösung verzichtet. Und das ohne Wenn und Aber. Und das gilt nicht nur für Flüchtlinge, das gilt auch für alle Deutschen, auch für Herrn Höcke und alle anderen. Aber Herr Kubicki, es ist so, in Sachsen-Anhalt, um bei dem Beispiel zu bleiben, auch wenn Herr Oppermann das Gleiche sagt, wird er doch nicht gewählt am Ende des Tages, sondern es werden die gewählt. Übrigens, große Koalitionen waren immer Hochzeiten der FDP. Jetzt sind es Hochzeiten der AfD. Wie erklären Sie sich das, dass dieses sich verschiebt? Also zunächst einmal
finde ich, pathetische Diskussionen sehr schön, aber sie führen nicht weiter, dass in Deutschlands Osten die Linke und die AfD stärker ist als in Deutschland Westen, ist offenkundig. Denn beispielsweise die Meinungsumfragen Rheinland-Pfalz sagen sie im einstelligen Bereich 8,9%. Wir gucken uns mal die Wahlergebnisse wirklich an. Also die Hessenwahl, die Kommunalwahl war leider jetzt auch anders. Ja, aber bei der hessischen Kommunalwahl haben wir auch in Städten und Gemeinden 39 oder 20 oder 25% erreicht. Das hat auch immer noch andere Bedingungen. Selbstverständlich ist es so, dass wir wissen aus Sinus-Studien, dass in Deutschland mit allen anderen europäischen Ländern auch 20% ungefähr nationalistisch denken, völkisch denken, was auch immer. Die finden momentan in der AfD ein Ventil, auch in der Ablehnung von Menschen, die zu uns kommen. Ich würde das nicht dramatisieren. Das ist kein Problem für die Demokratie schlechthin. Das wird sich auch wieder egalisieren, wenn die Probleme, die mit dem Flüchtlingszustrom zusammenhängen, gelöst werden. Das Problem ist momentan, dass die Menschen verunsichert sind, weil sie zwar hören, wir schaffen das, aber unsere Kanzlerin uns nicht sagt, wie wir es denn schaffen und vor allem, was sie schaffen will. Das ist die nächste spannende Frage. Was soll eigentlich erreicht werden? Herr Oppermann hat es angesprochen, uns fehlen momentan die Kapazitäten für den Zustrom, um die Kitas, die Schulen und so weiter entsprechend zu installieren. Das müssen die Menschen wissen, sich darauf einstellen, dann können sie damit umgehen. Und selbstverständlich müssen wir ihnen auch irgendwann erklären, wie wir den Zugang nach Deutschland verstetigen können. Es kann keine dauernden Amplituden geben, wenn Länder und Kommunen extrem überfordert mit den Möglichkeiten, die sie haben. Also es muss einen Plan geben. Und den erwarten die Menschen, die erwarten sie auch von den politischen Parteien. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir einen haben, führt zu weit, aber wir haben tatsächlich einen, kann man auch nachlesen bei uns. Wir haben einen. Die SPD wird nach dem Wahltag ein viel größeres Problem haben als die Union, weil eine Partei, die sich Volkspartei nennt und in einem der wirtschaftlich stärksten Regionen Deutschlands auf die Einstelligkeit zugeht, muss ich fragen, ob sie möglicherweise was falsch macht. Die in Sachsen-Anhalt möglicherweise nur viertstärkste Partei wird, muss ich fragen, ob sie was falsch macht. Ich sage das als Demokrat bedauernd. Weil sie gerade aus dem Bundestag geflogen. Weil ich nicht, ja, wir kommen ja wieder. Ich möchte nicht, dass Sie aus dem Bundestag fliegen. Machen Sie mal keine Sorgen. Ja, bei den Meinungsumfragen, die Sie gerade haben, kann es ja passieren. Also Sie müssen noch mal drüber nachdenken, wie Sie stärker werden können und nicht dauernd nur Angela Merkel loben. Das wird Ihnen dann nicht weiterhelfen. Weil Sie das Stichwort SPD aufgebracht haben, wollen wir tatsächlich uns auch der SPD zuwenden. In der Tat ist es so, dass man sagen kann, Volkspartei in manchen Bundesländern, jedenfalls was die Prognosen angeht, ist das vielleicht nicht mehr das passende Wort. An diesem Sonntag könnte es wieder dazu kommen, dass die SPD etwas erlebt, wo sie immer sagen, na, jetzt sind wir schon so tief gefallen, tiefer geht es nicht. Wer weiß, ob das ein Irrtum ist. Herr Oppermann, Gabriel hat den Rücktritt schon ausgeschlossen. Ist das eigentlich eine gute Nachricht? Das ist eine Selbstverständlichkeit. Er ist seit fast sieben Jahren Parteivorsitzender. Was Sie da eingespielt haben, greift ja tief zurück in die Geschichte der jüngeren Zeit. Wir haben im Augenblick eine personelle Kontinuität. Und wir haben in den letzten Jahren auch sehr viele Landtagswahlen und Oberbürgermeisterwahlen gewonnen. Die SPD stellt die meisten Ministerpräsidenten in Deutschland und die meisten Oberbürgermeister. Ja, wir haben jetzt. Schockt Sie das gar nicht? Baden-Württemberg, da waren Sie das letzte Mal bei 23%, jetzt stehen die Prognosen bei 12. Kann es da so ein Weiter-so danach geben? Also ich will Ihnen gerne mal sagen, wie die Situation in Baden-Württemberg ist. Dort haben wir mit Nils Schmidt einen Wirtschaftsminister, der es geschafft hat, in den 5 Regierungsjahren die Wirtschaft nicht aufzufallen. Herr Kubicki, Sie fallen immer auf, aber Sie bringen in der Sache nichts zustande. Es geht nicht um die Wahlen, es geht darum, was er für die Wirtschaft gemacht hat. Baden-Württemberg steht heute besser da als je zuvor. Die Wirtschaft ist stärker als je zuvor. Wir haben dort mehr Arbeitsplätze als je zuvor. Dieses Land steht einfach gut da und da haben Sozialdemokraten ganz maßgeblich zu beigetragen. Da liegt es also nicht an ihm, sondern wirklich an Sigmar Gabriel, wenn er dann nicht mehr wiedergewählt wird, oder? Auch Sigmar Gabriel hat für Deutschland eine ganze Menge gemacht. Als Wirtschaftsminister kann er über eine ähnliche Bilanz verfügen. Ich finde, wir haben in dieser Regierung mit den Grünen in Baden-Württemberg und mit der CDU im Bund sehr gute Arbeit gemacht. Und warum funktioniert es dann nicht? Ist der weil es schwierig ist in diesen Zeiten, wo neue Parteien auftreten, wo sich die politische Landschaft differenziert. Sich als Sozialdemokrat, der nicht nur eine bestimmte Gruppe ansprechen will, sondern die ganze Gesellschaft. Übrigens, so wird eine Volkspartei definiert. Die wird nicht definiert mit 10, 20 oder 30%, sondern Volksparteien sind die Parteien, die alle Gruppen in der Gesellschaft ansprechen wollen. Und ich sage Ihnen, warten wir erstmal die Ergebnisse ab. Wir haben noch ein paar Tage Wahlkampf. Aber trotzdem, Herr Kubicki, und wenn hinterher die Ergebnisse vorliegen, können wir noch mal drüber reden. Machen wir gerne. Herr Kubicki, was ist Ihre Diagnose? Sie sind ja ein Fan von der SPD und haben ja auch gerne Zunächst einmal mache ich mir über andere Parteien weniger Gedanken als über meine eigene. Ich muss ja dafür Sorge tragen, dass die FDP
im Wählermarkt wieder einigermaßen ordentlich etabliert wird. Das ist meine Aber ich habe den Sozialdemokraten immer wieder gesagt, auch Sigmar Gabriel schon mal persönlich, die SPD muss sich irgendwann mal entscheiden, wo sie hin will. Ob sie die Partei der Sozialpädagogen sein will oder die Partei der Malocher. Beides zusammen wird nicht funktionieren. Das merkt man übrigens beispielsweise bei der Diskussion über die Flüchtlingsfrage in ihrer eigenen Partei. Gibt es unglaublich differierende Auffassungen. Und irgendwann, das hat Sigmar Gabriel auf dem Parteitag gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, ich hab jetzt 70% und damit werde ich das jetzt machen, was ich für richtig halte. Er sollte es auch tun. Wenn ich das noch mal sagen darf, dass die SPD thematisiert, dass Menschen in Deutschland sich zurückgesetzt fühlen könnten wegen der Flüchtlinge. Und deshalb braucht man ein Sonderprogramm. Solidarpaket. Ein Solidarpaket. Ja. Beflügelt genau die, die sie angreifen wollen. Genau die Argumentation. Da muss ich mal direkt widersprechen. Das ist Unsinn. Also sie gerne sagen. Aber hören Sie sich noch an, was Frau Wagenknecht noch dazu zu sagen hat? Vielleicht Also das ist tatsächlich, sag mal, das, was am Ende auch Parteien wie die AfD sicherlich beflügelt, ist, dass die Leute das Gefühl haben, dass die SPD sowas kurz vor den Wahlen entdeckt, mal prestigeträchtig in einer Talkshow erzählt und nach den Wahlen ist es vergessen. Und das ist natürlich etwas, was ja auch seit vielen Jahren, und das ist, glaube ich, das tiefer liegende Phänomen, seit vielen Jahren in Deutschland bei den ehemals großen Parteien erleben, dass sie eigentlich Politik, vor allen Dingen auch die SPD, die gegen die eigenen Wähler gemacht haben, nämlich gegen die eigene Kernklientel. Also ich meine, ihre Kernklientel sind jetzt nicht die Besitzer großer Unternehmen oder Leute, die große Aktienpakete haben, denen es zurzeit wirklich sehr gut geht. Also zurzeit ist ja gerade wieder eine Prognose raus, so viele Dividenden wie noch nie werden dieses Jahr in Deutschland ausgeschüttet. Also da brummt die Wirtschaft, aber natürlich nicht bei denen, die in Leiharbeit und Werkverträge abgeschoben sind und denen, die im Niedriglohnsektor mal lochen müssen. Aber nun, gegen das kennen wir ja alles, Frau Wagenknecht. Jetzt würde ich gerne mal antworten. Sag mal, jetzt plötzlich kommt Herr Gabriel auf die Idee, kurz vor der Wahl und kurz in der Torschlusspanik zu sagen, oh, wir müssen ja ein Solidarpaket machen. Ich meine, wir werden das nächste Woche im Plenum einbringen. Und Sie haben ja die Chance, Sie können es auch selber machen. Wir stimmen zu. Also jetzt haben Sie mal einiges zu erklären. Jetzt aber nicht, nichts, keine einzige Tat folgen zu lassen. Also das ist eben einfach eine Politik, die die Leute nicht nur verunsichert, sondern letztlich dazu führt, dass ganz viele Leute sich von der Politik ja auch schon abgewandt haben. Das war ja lange, bevor es die AfD überhaupt gab, dass ganz viele Leute abgeschlossen haben mit der Politik. Und das ist eine ganz beängstigende Entwicklung, weil so lebt auch keine Demokratie auf Dauer. Jetzt, Herr Oppermann, es gibt zwei Worte übrigens zu diesem Solidarpaket, die werfe ich noch ein. Herr Schäuble hat das erbarmungswürdig genannt und die Kanzlerin hat gesagt, da macht sich die SPD doch klein, denn sie haben doch die ganzen sozialpolitischen Errungenschaften dieser Koalition erreicht. Die Kanzlerin hat inzwischen ja schon beigedreht und auch Herr Kauder hat gesagt, selbstverständlich müssen wir die Lebensleistungsrente anpacken. Ja, aber das ist doch nicht Solidarpakt. Aber dann lassen Sie mich doch das mal alles zurechtrücken. Genau. Was Sie gesagt haben, Herr Kubicki, ist grundfalsch. Sigmar Gabriel hat, ich glaube, schon im September und sehr deutlich gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht die armen Deutschen gegen die armen Flüchtlinge ausspielen. Ja. Und deshalb darf es keine Ausnahmen beim Mindestlohn. Vor drei Wochen vor drei Wochen. Ja, das haben wir ja umgesetzt, den Mindestlohn. Der gilt übrigens auch für Flüchtlinge. Ja, außer, vor drei Wochen, wenn Sie Arbeit haben. Also vor drei Wochen kam Frau Klöckner mit Herrn Wolf im Schlepptau und hat erklärt, in ein Papier vorgelegt, wir müssen den Mindestlohn für Flüchtlinge suspendieren. Flüchtlinge müssen, können für weniger Geld arbeiten. Der CDU-Vorstand ist dem nicht gefolgt. Aber das zeigt doch, dass es immer wieder Versuche gibt, genau diese Konkurrenz zwischen Flüchtlingen und Deutschen und Einheimischen herzustellen. Nein. Da sind wir dagegen. Und wir müssen deutlich machen, dass wir jetzt nicht die im Koalitionsvertrag vereinbarten Projekte zur Rente, zum Teilhaberecht für Menschen mit Behinderungen, zur Leiharbeit und die Regulierung der Leiharbeit und die Begrenzung der Leiharbeit und der Werkverträge und nicht zuletzt auch zur Erbschaftssteuer für insbesondere sehr wohlhabende Leute, dass wir die alle durchziehen und dass wir jetzt nicht die schwierige Flüchtlingskrise zum Anlass nehmen, zu sagen, nee, jetzt brauchen wir aber das Geld für andere Zwecke. Also, jetzt, das jetzt ist der, allem, das ist der Kern des Gedankens und es ist absolut legitim, das in den Vordergrund zu stellen. Wurde, aber ich will doch an einem Punkt etwas klarstellen. Der Punkt, der angesprochen worden ist mit Blick auf das Thema Mindestlohn,
hat mitnichten gesagt, dass der Mindestlohn für Flüchtlinge suspendiert werden soll. Er hat gesagt, dass das, was zum Beispiel für Langzeitarbeitslose gilt und was von vielen Arbeitgebern mit Blick auf Praktikumsphasen als ein tatsächliches Hindernis angesprochen wird, dass man darüber sachlich reden muss, weil unser Ziel ist es ja gemeinsam, dass wir möglichst viele Flüchtlinge auch in vernünftige Arbeit bekommen, und zwar in gute Arbeit, gut bezahlte Arbeit. Natürlich. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, Sigmar Gabriel hat in der Tat auf dem Parteitag gesagt, wir dürfen die Armen, die kommen, nicht gegen die Armen, die da sind, ausspielen. Dann bringt er jetzt das Solidarpakt ins Gespräch. Nimmt als Beispiel die kleine Rente. Die kleine Rente hat mit Flüchtlingen aus Syrien überhaupt nichts zu tun. Die kleine Rente hat etwas mit den Entwicklungen der Demografie zu tun, mit Rentenreformen, die im Übrigen ja auch von der SPD mitverantwortet sind. Und damit stellt er einen Zusammenhang her, der genau denen, die diese sozusagen ausspielen, für sich sehen oder diese Befürchtung haben, die das sozusagen zur Politik machen. Fakt ist, und das hat Volker Kaudern, das hat auch die Kanzlerin gesagt, wir haben einen Koalitionsvertrag, den ich ja auch mit ausverhandelt habe, von dem, und das war ja auch durchaus auch ein Ärgernis bei dem einen oder anderen in der CDU, die SPD ja sehr stark gesagt hat, es ist alles uns zu verdanken, haben wir alles durchgesetzt. Selbst die Mütterrente, von der ich jetzt weiß, dass das wirklich etwas war, wofür die CDU eingetreten ist. Ja. Und dann zu sagen, jetzt bedarf es sozusagen der Aufforderung von Sigmar Gabriel zum Solidarpakt, dass wir das, was wir gemeinsam im Koalitionsvertrag vereinbart haben, auch umsetzen. Und die Kanzlerin gesagt hat, wir sind der koalitionstreu. Also das ist an Schützbeschung kaum zu überbieten. Aber, jetzt mal andersrum gesehen, der Herr Schäuble, der Finanzminister, sitzt auf einem Milliardenüberschuss. Ja. Und er sitzt da drauf und sagt, davon gebe ich aber den Ministerien, also seinen Kabinettsmitgliedern, gar nichts ab. Die wollen nämlich ein bisschen mehr haben, sondern ich brauche das wegen der Flüchtlinge. Das stimmt, ist doch genau das, was der Sigmar Gabriel da sagt, oder nicht? Nein, das ist, wir haben mit der Bundesregierung, und das gilt für die Ministerien in der Bundesregierung, das ist im Übrigen der Grundkonflikt jedes Finanzministers mit allen seinen Kollegen, aber auch die Bundesländer zum Bund, im Moment harte Verhandlungen laufen, jetzt auch gerade zum Thema Haushalt, Integration, Sprache, vieles andere. Ich sage das auch als Präsidentin eines Weiterbildungsträgers. Und wir sind uns alle miteinander einig, und ich bin auch ganz sicher, das wird das Ergebnis am Ende des Tages sein. Es wird dort mehr Geld einzusetzen sein. Natürlich. Und wenn ich zum Beispiel mit Blick auf das Thema Bundesministerien sage, eine der ureigensten Kompetenzen und Aufgaben des Bundes ist die Gewährleistung und die Gestaltung der Sprach- und der Integrationskurse über das BAMF. Das ist Zuständigkeit BMI. Ja. Wir stellen fest, das reicht von der, im Moment von der Quantität, aber auch von der Qualität, etwa die Bezahlung der Lehrer, nicht aus. Und deswegen ist es auch ureigenste Aufgabe des Bundes, der Regierung insgesamt und des Finanzministers, dort mehr Geld hineinzugeben. Das ist ein vollkommen normales System. Was ist mit den Haushaltsüberschüssen? Die werden im nächsten Jahr und übernächsten Jahr weggehen, definitiv, weil der Bund... Rhetorischer Pessimist. Sie können sich ja freuen, dass der Wirtschaft so gut geht. Stellen Sie mal vor, es wäre 2006 oder 2005, da hätten wir eine ganz andere Diskussion. Also als Sie in der Regierung waren, hatten wir solche Überschüsse nicht, da hatten wir Defizite. An Ihrer Regierung, aber mit Gerhard Schröder auch. Aber unabhängig, das fehlt ja nicht weiter, weil die Kommunen und die Länder deutlich mehr Geld brauchen. Wir haben jetzt Beschulungspflicht für die Kinder. Das bedeutet beispielsweise für die Kommunen, dass nicht nur die Schulen zur Verfügung stellen müssen, sondern auch die Fahrtkosten von A nach B. Die bekommen ja nicht mehr Geld. Also das ist ja, wo ich sage, wo ich zulasse, dass die Menschen gegeneinander ausgespielt werden. Weil die Kommunen haben einfach mehr Ausgaben und bekommen zurzeit lange nicht genug Geld, um die Mehrausgaben zu decken. Die große Koalition, deswegen verhandeln. Deshalb wird ja im nächsten Jahr das umgesetzt werden müssen. Ja, aber dadurch kommt doch dieses Gefühl bei den Leuten, dass bei ihnen etwas weggenommen wird. Das ist ja deswegen, weil das Geld nicht ausreichend zur Verfügung gestellt wird. Sonst würde ja nicht diese ganze Diskussion stattfinden. Stimmt, es wird auch niemandem was weggenommen. Ich habe Sie auch aussprechen lassen. Nur zu dieser großen Einigkeit, dass Sie jetzt noch mal dargestellt haben, was Sie alles Tolles gemacht haben. Also ich meine, ich weiß nicht, ob Sie ernsthaft eine Abrede stellen wollen, dass in den letzten Jahren in Deutschland die Mittelschicht deutlich an Wohlstand verloren hat und die Armut deutlich gestiegen ist. Das sind doch Zahlen, die ganz klar belegbar sind. Die Gesellschaft driftet auseinander. Und ich meine, auch die SPD ist da natürlich erheblich verantwortlich. Ja. Sie haben seit 1998 quasi mit Ausnahme einer Legislatur immer regiert. Und die Leute spüren, bei ihnen kommen weniger an. Und das ist der einzige Augenblick Zusammenhang. Kommt aber ein Netto-Kaufkraftzuwachs von 3% an im letzten Jahr. Also ich meine, die Rentenkürzungen haben ja wirklich dazu geführt, dass viele Rentnerinnen und Rentner weniger haben. Und die sagen jetzt natürlich, bei uns wurde immer gekürzt,
da war kein Geld da. Woanders ist scheinbar Geld da. Und das ist das, was das Klima vergiftet. Ich zeige Ihnen, den einen Mann, der all diese Widersprüche in seiner Person auflöst. Das ist ein großes Wunder dieser Landtagswahlen. Da kommt einer von einer Partei, die mal eine ziemlich wilde war, eine kleine Partei, und vereint heute in seinem Bundesland so ziemlich alle Positionen. Er hat die Wirtschaft der FDP übernommen, das Soziale von der SPD. Er hat das Konservative von der CDU, aber er kommt von den Grünen. Frau Lemke, und zu allem Überfluss, sagt jetzt Herr Kretschmann über seinen Ministerpräsidenten Horst Seehofer, Kollegen, lobt ihn für seine Integrationspolitik. Da gäbe es nichts zu kritisieren. Eine Obergrenze von 200.000 sei doch keine Abschottung. Der Seehofer, den Seehofer in die rechte Ecke zu stellen, ist völlig überspannt. Das hatte zuletzt Frau Göring-Eckert gemacht. Ist der noch grün oder ist der schon schwarz, Ihr Ministerpräsident da? Naja, ich habe mich in den letzten 5 Minuten gefragt, wer von den Zuschauern an den Fernsehern der Diskussion jetzt noch folgen mochte. Weil? Weil genau das, glaube ich, passiert ist, was den Unterschied zu Wilfried Kretschmann ausmacht. Wenn eine große Koalition in solchen Fernsehrunden nichts anderes macht, als die Koalitionsstreitigkeiten auszutragen, statt das zu tun, was die Leute erwarten, machen sie was bei der Rente, machen sie was bei den explodierenden Gesundheitskosten, machen sie was bei der Pflege und erklären sie den Leuten hinterher, warum sie es gemacht haben und wie sie es gemacht haben. Und das andere machen sie intern. Mhm. Das meinte ich vorhin mit einer Haltung, insbesondere wenn Situationen schwierig sind. Und ich glaube, das ist das, was Winfried Kretschmann, also die Frage, wie man mit Problemen umgeht, dass man sich auf die Lösungen konzentriert und dann auch versucht zu erklären, wie man dazu gekommen ist. Dann kann man auch Widrigkeiten aushalten. Dann kann man auch den Horst Seehofer loben. Er hat im Übrigen gesagt, bei den 200.000 ist er nicht seiner Meinung. Mhm. Aber er sagt, es ist keine Abschottungspolitik. Gemeint hat er nach meinem Verständnis, dass in Bayern viele gute Sachen passiert sind, dass dort eine vernünftige Integration an vielen Stellen funktioniert hat, dass in Bayern ja tatsächlich besonders viele Probleme kumuliert sind, weil viele Menschen in sehr kurzen Zeiträumen gekommen sind und die Probleme dort gut bewältigt worden sind. Ich kann das für eine Stadt, wo ich einen FDP-Oberbürgermeister habe, der agiert zwar parteilos, wo wir mit einer dezentralen Unterbringung seit vielen Jahren gute Erfahrungen machen, wo man die Probleme möglichst geräuschlos löst, den Leuten hinterher erklöst, wie, dann funktioniert es auch. Ist das eine pragmatische Linie oder ist es eine, die noch grün ist? Das war ja die Frage. Der Kretschmann hat ja so ziemlich alles in sich, was andere auch haben. Und wenn man mal an die Grünen anfing in den 80er Jahren zurückdenkt, hätte man gedacht, das ist ein Spießer. Da war ich noch nicht dabei, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich verstehe überhaupt nicht, wieso sich pragmatisch und grün ausschließen soll. Nee, die Frage ist, wie viel Grün ist in dem Pragmatismus noch? Oder ist der Bediente sich an jeder Ecke, so wie sich die Frau Merkel bedient an jeder Ecke, wo es gerade mal für die Richtung opportun ist? Das ist die Frage. Wie viel Grün steckt in Herrn Kretschmann? Wenn Sie sich die Bilanz nach der Regierungszeit in Baden-Württemberg anschauen, Herr Oppermann hat das ja dankenswerterweise schon in weiten Teilen referiert, die Wirtschaftsdaten, die Bildungsinvestitionen, Kita-Plätze, ich will das jetzt nicht alles aufzählen, dann ist das grüne Politik gewesen, eine Wirtschaft mitzunehmen, dabei auf einen Nachhaltigkeitspfad umzuschwenken, das vielleicht nicht so zu machen, wie es im grünen Parteiprogramm steht, wo es immer ein bisschen schneller und noch ein bisschen doller gefordert wird. Na klar, das ist auch eine Aufgabe einer Partei. Wenn Parteien nur noch Regierungsprogramme aufschreiben würden, dann würde es auch irgendwann schwierig werden. Also von daher sehe ich den Widerspruch zwischen dem, was er dort gemacht hat und dem, was grün ausmacht, nicht. Herr Kubicki flüstert immer was, aber was genau ist es? Ich habe nur gesagt, Herr Kretschmann ist deshalb so beliebt bei den Menschen, weil er eben kein Grüner mehr ist in Ihren Augen. Und Herr Palmer beispielsweise, wird das ja mit 60% in Tübingen gewählt, Kubicki, weil er in den Augen der Leute kein Grüner mehr ist, auch mit seinen Äußerungen. Das ist jetzt auch ein bisschen kleinlich und ein bisschen neidisch, was Sie da machen. Ich bin da überhaupt nicht neidisch. Also Sie werden ja nachher sehen, wenn Sie nur den Kretschmann wählen würden, dann würden wir da nicht ein so gutes Wahlergebnis, wie uns zumindest im Moment die Demoskopen voraussagen. Wenn Herr Kretschmann nicht da wäre, würden Sie keinen weil Herr Oppermann, wenn ich haben. Zur Ehrenrettung der SPD noch was sagen darf, in Rheinland-Pfalz ist ja die Frage, ob Malu Dreyer dort Ministerpräsidentin bleibt, also einen Wahlerfolg erreichen wird, mit Grün an ihrer Seite als kleinerer Partner an dieser Stelle noch überhaupt nicht ausgemacht. Die Frage dort, das Rennen ist völlig offen. Und auch dort werden Grüne wegen ihrer Politik gewählt. Das ist wirklich albern, es ausschließlich darauf zu begrenzen, dass er es ein bisschen... wir sind im Parlament in Sachsen-Anhalt, Sie nicht. Mal gucken, was am Sonntag rauskommt. Gucken wir uns am Sonntag mal an. Genau. Aber beide Boris Palmer, ein Satz zu Boris Palmer. Das ist der Thüminger Oberbürgermeister, der sozusagen die Sarah Wagenknecht ist bei den Grünen, was die klaren
Worte angeht in der Flüchtlingsfrage. Der hat frühzeitig gesagt, nein, wir schaffen das nicht. Er hat erfordert Grenzen, er hat keine Angst vor bewaffneten Grenzern dann. Und, also sowas habe ich nie gesagt, das möchte ich nur mal deutlich sagen, gut, weil ich hier einen Topf geworfen werde. Aber jetzt mal ernst, ist der noch grün, beziehungsweise ist er noch in der richtigen Partei, wenn er das alles fordert? Dem Vergleich würden wahrscheinlich beide weit von sich weisen. Haben Sie? Ist der noch grün? Boris Palmer ist gewählter grüner Oberbürgermeister in Tübingen. Ich habe mit seiner Position an der Stelle keinerlei Übereinstimmung. Aber er ist deshalb trotzdem grüner. Und vielleicht wird er über die eine oder andere Äußerung, nachdem er da ja von der gesamten Grünen Partei heftige Kritik für erhalten hat, auch noch mal nachdenken und sich möglicherweise entschuldigen. Frau Kamm-Karrenbauer, in Baden-Württemberg war mal die CDU die stärkste Partei. Das ist irgendwie schon so weit weg, dass man gar nicht mal sich daran erinnert. Der Spitzenkandidat der CDU schließt kategorisch aus, dass sollte Herr Kretschmann stärker werden als die CDU, dass er da irgendwie in eine Koalition tritt. Ist das noch demokratisch? Also das muss die Partei vor Ort entscheiden. Da werde ich auch keine Ratschläge geben. Wenn ich in Saarland in eine ähnliche Situation käme, wüsste ich, welche Antwort ich gebe. Und was wäre das? Die wollen wir jetzt hören. Das sieht wahrscheinlich anders aus, nach dem Motto, es gibt demokratische Parteien, mit denen muss man reden und kann man auch reden. Und es gibt Parteien, mit denen kann man jede Zusammenarbeit und muss man jede Zusammenarbeit ausschließen. Und ich finde es nur interessant, wie volatil jetzt auch in der Diskussion sozusagen die Etiketten geworden sind. Also ja. Kretschmann ist jetzt ein Konservativer. Wenn ich vorhin das aufgreife, was Sie, nicht. Herr Gauland, keiner. Gesagt haben, keiner. Was für Sie konservativ ist. Und wenn ich in die eine oder andere Debatte auch bei der CDU zurückdenke, wo die Frage, ob jemand konservativ oder nicht ist, die Frage ist jemand für oder gegen Kernenergie? Von der Warte aus war Kretschmann nie ein Konservativer. Und nach dem Maßstab ist er auch keiner. Angela Merkel aber auch nicht mehr. Ich glaube, dass Winfried Kretschmann in einer besonderen Art und Weise eine Sehnsucht auch von Bürgerinnen und Bürgern bedient, die im Grunde genommen diese Pragmatismus, wie Sie das genannt haben, wirklich auch zum eigentlichen Programm gemacht haben. Und das ist ihm bisher ganz gut gelungen, auch weil das, was dann doch unter dem Motto Ideologie läuft, also zum Beispiel reduzierter Straßenausbau oder andere infrastrukturelle Dinge, das ist nach fünf Jahren Grün-Rot in Baden-Württemberg noch nicht so richtig, glaube ich, schmerzhaft bei den Wählerinnen und Wählern angekommen. Deswegen, da werden die Zeiten auch noch mal Dinge verändern. Und Sie haben es ja zu Recht angesprochen, die Situation in Rheinland-Pfalz ist noch mal eine andere, ist offen. Und da wird es sehr spannend sein, jetzt die nächsten Tage auch noch im Wahlkampf in Rheinland-Pfalz unterwegs zu sein. Herr Oppermann. Ich schätze übrigens an Herrn Kretschmann, dass er nicht so einen moralischen Rigorismus betreibt. Nur noch Gute und Böse, nur noch Schwarz und Weiß und es gibt keine Schattierungen mehr dazwischen. Aber eine ähnliche Rolle wie Herr Kretschmann in Baden-Württemberg spielt Manu Dreyer in Rheinland-Pfalz. Ja. Das wusste ich, dass Sie das sagen wollen, aber das Interessante ist, Sie müssen es mich auch sagen lassen. Ja, okay. Dann muss ich eine Erklärung dafür liefern, womit das was zu tun hat. Das hat was damit zu tun, dass diese Leute eine Haltung haben. Dass sie ihre Haltung auch in schwierigen Zeiten durchhalten können und nicht ihr Mäntelchen dann jeweils nach dem Wind aushängen. Ja. Kretschmann geht auch gegen die grüne Bundestagsfraktion vor. Wenn die sagt, nee, wir wollen aber jetzt den sicheren Herkunftsländern nicht zustimmen, dann macht er einen Kompromiss im Bundesrat. So, Sie durften das mit Manu Dreyer sagen. Darf man denn sagen, dass Manu Dreyer sich in dieser Frage wirklich von Herrn Gabriel unterscheidet? Und deswegen vielleicht mehr Erfolg hat als Sigmar Gabriel? Ich glaube, Sie schätzen Sigmar Gabriel falsch ein. Gut. In der Frage. Der hat nämlich eine erstaunliche Kontinuität in dieser ganzen Flüchtlingskrise gezeigt und hat immer klar gemacht, dass es darauf ankommt, die Flüchtlinge jetzt auch zu integrieren und nicht nur darüber zu reden, sondern auch die notwendigen Mittel bereitzustellen. Wir fassen mal zusammen. Es zählen Personen mehr als Parteien? Das ist eine Frage, die... War immer schon so, sagt ihr. Möglicherweise war es früher noch so, dass die Partei auch noch ein bisschen eine Rolle gespielt hat. Stimmungen sind sehr wichtig. Die Drogenpolitik, die Liberale der Grünen, spielt überhaupt gar keine Rolle bei Herrn Kretschmann, obwohl man mit Fug und Recht fragen könnte nach Volker Beck, ob eine Partei
deren exponierter Repräsentant, der seinen eigenen Konsum mit der liberalen Drogenpolitik als erstes einmal erstmal erklärt, in der einzigen Äußerung bisher, ob man da auch mal drüber nachdenken sollte, ob das noch alles stimmt, was man sagt? Diese Äußerung von Volker Beck halte ich für falsch. Wir haben harte Drogen wie Crystal Meth nie als eine freizugebende Droge bezeichnet. Das werden Sie bei uns nirgendwo finden. Ich glaube, dass wir insgesamt die Drogendiskussion in unserer Gesellschaft ehrlicher miteinander führen sollten. Über versteckte Drogen, gesellschaftlich völlig akzeptierte Drogen, die insbesondere für Jugendliche und Kinder, wir reden über 12-Jährige dabei teilweise oder noch jünger, extrem gefährlich sind. Wenn wir da eine ehrlichere Debatte hinbekommen, finde ich das gut. Das, was Volker Beck gemacht hat, ist, glaube ich, für ihn persönlich eine wirklich tragische Geschichte. Aber das mit unserer Drogenpolitik zu vermixen, halte ich für falsch, weil wir klargestellt haben, was wir als Partei dazu sagen und er das damit auch nicht begründen kann. Und tatsächlich ist das etwas, was in dem Wahlkampf in Baden-Württemberg überhaupt gar keine Rolle spielt, weil Herr Kretschmann, glaube ich, nie in diesem Bereich sich sehr stark etabliert hat. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich meine, als Fürsprecher der liberalen Drogenpolitik ist er noch nicht so. Ich dachte, Sie spielen noch was anderes. Nein, er trinkt Wein. Und es geht um eine Landtagswahl. Und es geht um eine Landtagswahl. Und wir werden sehen, wie diese Landtagswahl tatsächlich am Sonntag die Wahlen ausgehen. In drei Bundesländern vermutlich sehr unterschiedlich. Vielen Dank Ihnen, dass Sie versucht haben zu zeigen, wo die Parteien sich noch voneinander unterscheiden und die Personen und welche Stimmungen da aufzugreifen sind. Herzlichen Dank für die Runde heute. Das war unsere Wahlvorlese. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Dann werden wir wissen, wie es ausgegangen ist. Ihnen noch einen schönen Abend hier im Ersten.